Willkommen, meine lieben Freunde, zu Mario Party Island Tour. Ja, dieses ist das neueste, ist der neueste Mario Party Ableger für die Nintendo 3DS. An mir und meinen Luftblasen kommst du nicht vorbei. Fliegt, meine Scherben, fliegt. Oh ja, Luftblasen. Luftblasen! Oh Gott, wie böse! Liege Bowsers Willkür entscheiden. Gott! Was ist? Oh mein Goodness! Unter Strafe bekommst du 1 Million Mario Party Punkte! Hä? Halt! Stopp! Habe ich mich verlesen? Nein, du stehst tatsächlich hier! Boah, was für ein vollidiotischer Entwickler, das er einprogrammiert! Hat aber der bisher noch keinem geschadet. Nee, da weigere ich mich. Du lernst so auch eine wichtige Lektion, Waluigi. Vertraue niemals auf die Entwickler. Ah, okay, wir müssen uns gar nicht bewegen. Wir müssen dem Zeug nur ausweichen. Ja, also das sollte hinzukriegen sein. Auch wenn es hinterher mit Sicherheit... Ich bin so ein Vollidiot. Aber ich bin auch im Moment noch etwas... Ja, Moment, ist mir das etwas zu langsam, muss ich sagen. Jetzt habe ich mich einigermaßen mit der Situation abgefunden. Ja, okay, das sind absolute Lappen. Und dann machen wir dem hier ein Ende. Ja, danke. Auf diesen Einsatz habe ich gewartet. Ende. Das war unglaublich. Danke, liebe Stimme, für dieses herzergreifende Ende. Weißt du, was du jetzt blut, was ist Willkür? Was du bitte weißt, damit könnte ein Aufstieg in deinem Turm ein jähes Ende finden. Oh mein Gott, bitte gib mir nicht wieder 1 Million Mario Party Punkte. Nein! Moment! Sag mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das ist doch ein Witz, ey! Ja, finde ich auch, Bowser. Das würde die Schwierigkeit erhöhen können. Da, die probier's mal. Nein! Ich wollte sie reinschauen! Ja, also, wir haben bewiesen, es geht nicht. Der Tod macht mit? Achso, nee, er ist das Opfer, das er am Anfang rausfliegen darf. Ja, sehr lustig. Spacken. Okay, er fand es wohl nicht so lustig. Es ist halt einfach so, wenn man hier mit Waluigi rumläuft und diese Feuerkugeln geschossen werden, fühlt zumindest ich mich immer extrem unsicher. Soll das keine Ausrede sein? Was? Nein, ich wollte dich abfeuern! Ich wollte nur diesen Scheiß wegdrücken! Ich wollte nur den Fuck wegdrücken, der da stand! Meine Güte! Wow, was geht ab? Mei! Jackie Chan Style! Bam! Ja, das war cool, schätze ich mal. Das Stück ist... Ja, das war jetzt so schwer. Rosa mag ich nicht. Ich nehme grün. Wetten, es ist falsch. Das ist richtig. Yes. Was für ein Lack. Vertraut immer auf die... Wer alles errät, was ich jetzt gerade zeige, der kriegt einen Daumen hoch auf den Comment. Und jetzt, dass du nicht Waluigi nehmen willst, aber gut. Wieso sollte ich meinen Bro angreifen? Weil er einen goldenen Würfel hat und dann noch den +3 Pilz und... Das ist mir bewusst, aber... Naja, ich habe den Bu angegriffen, weil er schwarz ist, also... Okay. No racism! 1, 2 oder 3? Du musst dich entscheiden. Vier Felder sind frei. Oh, guck mal, der kommt schon zu mir. Was für ein Zufall. Was für ein Zufall? Das ist ja... Was für ein Zufall? Jetzt hat er mich ja umgebracht. Hätte das denn gedacht? Oh nein, die Piranha-Pflanze wird dich zurückwerfen. Wie weit? Wer weiß das schon? Was hast du nochmal gesagt, Mitz? Ich bin fast tot. Ja, vielleicht... Ja, komm! Boah! Ey, das war jetzt echt übel, was er dir angetan hat. Ich habe halt im richtigen Moment A gedrückt, um ihn zu dir. Boah, ist die Piranha ein Monster. Ich hatte ein Gefühl, dass da die 1 ist. Deswegen habe ich im richtigen Moment 1 gedrückt.
über die er nicht weiterreden möchte. Komm, Bowser-Zone, damit wir sie mal sehen. Ich möchte aber nicht in die Bowser-Zone. Bowser-Zone, damit wir sie mal sehen. Ich möchte nicht in die Bowser-Zone. Oh. Komm, wir haben sie, damit sie mal gezeigt wird. Du willst doch immer alles zeigen in deinem Spiel. Oh, du Opfer, du bist in der Bowser-Zone. Von wegen Opfer. Das ist ein gefährlicher Umweg. Wie kommst du dazu, das zu machen? Ist das nicht lame? Es ist unfassbar lame. Also, pff, von wegen Glück 3. Mindestens eine 1. Oh, es war schwer. Meisterschaft der 1. Oh, wow. Oh, eine 6. Wow. Wow, also dieser Skill dahinter. Ja, das war echt eine mega Leistung vom Buhl. Krass. Hurra, du hast den Wump voll epic mit viel Skill und absolut verdient mit Swoon. Damit hast du das Ziel erreicht und hast völlig zurecht gewonnen. Schauen wir mal. Ich bin dann dauernd reingefallen und ich bin trotzdem... Ja, das wundert mich eigentlich, weil eigentlich bin ich jedes Mal problemlos rübergekommen. 6! Keine Ahnung, wie du das geschafft hast. Nein! Das ist doch nicht zu fassen. Ja, also, ihr hat schon derjenige, der es bekommen, der es verdient hat. Ich glaube nicht, das hatte ich definitiv verdient. Ja, Hammer-Chance. Aber du erinnerst dich an Mario Party 9, wo du mir die 10 Ministeine schenken wolltest und ich nur eine 2 hätte würfeln müssen und ich habe es tatsächlich geschafft, eine 1 zu würfeln. Ja, das war Sweet Irony, aber ich glaube nicht, dass das hier vorkommt. Okay, ich revidiere mich. Was, letzte Runde? Ja, wir standen unter 1 in Runde 2. Achso. Dann bleibe ich jetzt aber genau hier stehen. Ich glaube, du bist etwas weit hinten, oder? Ich hoffe nicht. Bleib stehen! Du Spaß, bleib stehen! Bleib stehen! Ja, ich habe gesagt, du bist etwas weit ja, hinten. Komm, der war fast stehen damit, geblieben. Also, ich will ja nichts sagen, aber du bist mal wieder Letzter. Schön, dass ich gerade sage, es ist voll assi und du das dann genau so machst. Irgendwie bin ich sehr schlecht gewesen. Oh. Ja, jetzt kann ich mal wieder den ersten Platz auswürfeln. Jetzt muss ich erneut... Zweiter. Sag du nichts auf den billigen Plätzen zweiter, da hinten. Zweiter. Ruhe auf den billigen Plätzen da hinten, yeah. Mensch. Das heißt billiger Platz, ich hab immer einen VIP-Platz, egal auf welchem Platz ich lande. Es kann aber immer noch sein, dass du jetzt den großen Bigler kriegst, ne? Ja, schön, dass ich jetzt dran bin. Das erhöht meine Chancen ungemein. Also schauen wir mal. Oh. Ich sag nichts zu. Wollen wir die kleinste Violine der Welt spielen? Oh, buhu! Da spiele ich dir doch glatt eine traurige Weise auf der kleinsten Violine der Welt. So, ich dachte, du wolltest auf das Volltrefferfeld tippen. Fast da! Yay! Oh oh. Hey Toad, du bist fast da! Oh Gott! Wow! Also, gelber Toad, du hast damit... Oh mein Gott, incredible! Zauberkarten! Ich hatte rein. So Leute... Ist die Festplatte bei der Aufnahme gerade gestorben, aber wisst ihr was? I don't care! Hey, der Yoshi ist fast da! Ja, fast da, Mann! Das ist so lol. Die Frage an die Kommentare, wie überraschend ist es, dass ich Letzter bin? Mario Brüder! Jetzt musst du um den Sieg würfeln. Ich hasse mein Leben einfach. Nein! Lol, danke, Bruderherz. Ja, ich überlasse es dir, Bruder. Mario, du fetter Fleischfresser. Ich glaube, ich sollte euch mal öfters, wenn ich die Karten ziehe, euch ins Face schauen. Ich weiß nicht, wir sind alle relativ weit hin. Ich bin ziemlich geowned. Der Tod geht ab. Und Luigi wieder ein Punkt mehr wie ich. Was soll denn das wieder? Also dann, Strafe, Bitch.
Na gut. Wir finden mal eine 6. Eine 6 wäre ganz pasch. Toll. Das ist doch nicht so pass! Ey, du hast ein gezinktes Spiel, du hast einen gezinkten 3DS! Alter, du bist ruhiger Mann, jetzt komm mal nach vorne, du Spurst! Du hast einen gezinkten 3DS! Na gut, wobei würde ich mir die anderen anschauen. Komm mal her, Peach! Nee. Moment. Yes! Nein! Danke! Danke, ich bin nicht letzter! Was hast du verdient? Oh nee, guck mal, du darfst, hast nochmal die Chance von 1 bis 3, das ist ja kacke. Das war der größte Luck-Moment of my life. Aber es ist so ungerecht, dass die Peach jetzt gewonnen hat. Das ist so unfassbar. Game over, Luigi! Auch für deine Minispiele endet das Spiel. Das hast du ja super hingekriegt. Und Peach, du weißt jetzt, was du zu tun hast, dafür, dass du gewonnen hast, oder? Einmal nett grüßen. Nein, du Schlumpe, du hast mich verarscht, Mann! Nicht verarscht. Ich bitte jeden Spieler, irgendwas in das Mikrofon zu sprechen. Egal was, nur möglichst dazu soll es sein. Hi! Toad, du bist hässlich. Hässlich. Luigi, du bist voll Idiot! Luigi, du bist voll Idiot! Abonnieren, Daumen hoch! Fuse! Ey, das mit dem Übersteuern ist ja aber total leicht irgendwie. Zuerst sind wir tot. Man hat wenigstens bei mir Yoshi erkannt. Also, meins war schon besser. Ich bin der originale Yoshi, ja. Aber das Übersteuern ist echt beschissen hier. Yoshi. Yes! Ey, kommt! Also ich kriege ja wohl originaler wie ein Yoshi als der da. Gut, dann danke ich euch, wie gesagt, und wir sehen uns dann. Schreibt Danke fürs Spielen in die Kommentare. Bis dann.